Du darfst gerne herkommen. Oh, was bist du denn? Sandteufel. Dich hatte ich ja schon lange nicht mehr. Glaubst du, deine Feuertricks helfen dir? Na also. Und er lässt einen Kampfstab fallen. Wächterkampfstab. Wo sind wir jetzt eigentlich so rein kartentechnisch? Oh. Aber glaube ich trotzdem. Ich glaube, dass es trotzdem nicht mehr so weit nach oben geht. Wir dürften es eigentlich bald geschafft haben. Super Regenerationstrank. Das finde ich doch mal super. Jetzt ist langsam wieder die Zeit der schlechten Flachwitze. Das bedeutet eigentlich, ich muss bald schon wieder aufhören. Aber ich will ja jetzt zu diesem Patriarchen. Kann doch nicht so schwer sein, den zu finden. Ja, okay, Sandalore hatte auch keine Ahnung, wo er ist. Hat auch gemeint, irgendwas im Nordwesten. Fluchkristallring. Minus 27 Blitzresistenz. Oh mein Gott. Scheint jedenfalls das Nordende des Sumpfes erreicht zu haben, wollte ich sagen, aber dem scheint auch noch nicht so zu sein. Oh, so viele rote Punkte. Oh, nee. Ja gut, dann kommst du eben auch noch dran. Ja, nicht ausweichen. Dass ich euch richtig verstehe. Was soll ich tun? Flix, geh weg! Ja, Flix! Flix, Flax, fort! Anderer Ort! Flo, weg! Weg! Ihr wollt, dass ich verschwinde? Ich? Ihr glaubt wohl... Flix, nicht wir! Dix, 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 dunkle Herrinnen! Wir mögen großer Drachen, ja, Flix! Flox, wir sehr lieben großer Drache, aber dunkle Herrinnen nicht verstehen, bitte! Ich verstehe. Und euch haben sie als Boten geschickt. Trauen die sich nicht, selbst zu kommen. Flissweise, Dracheweise, sehr weise. Was Drachen denken? Drache denken? Ich bleibe hier. Was sagt ihr dazu? Fluxer Flink und Katterschink. Imps gefürchtet haben, dass Drache das sagen. Flei, Flo, Imps, jetzt tot sowieso. Flo, Flo, das ist richtig dumm. Herrinnen sagen, wenn Drachen nicht gehen, Imps töten, Stinkmaulechse. Ist nicht persönlich. Nix, Blitz. Dieser Imp denkt den Drachen zu groß und Herren weit weg. Flix, dieser Imp, anderer Imp können verstehen. Flieh, dieser Imp, wir sagen, alle Imps jetzt gehen. Ja, weg von dunklen Herrinnen, weg von Drachen. Kommt, fangen Ratten für Mittagessen. Ja, ja. Ich wollte noch vorher abspeichern, Mist. Ja, die Stimmen kam mir jetzt teilweise auch wieder bekannt vor.
Vor allen Dingen die Stimme vom Patriarchen. Ja, das ist der Patriarch. Er ist relativ klein, wie ich finde. Und wir müssen jetzt unsere Sachen richtig machen, denn ja, wir wollten ja eigentlich nicht so lebensmüde sein wie die Imps. Ich glaubte, einen lang vergessenen, aber dennoch wohlbekannten Duft zu schnuppern. Fasst euch kurz, Göttlicher. Ich bin erschöpft und ich möchte mich in meine Höhle zurückziehen. Oh, mächtiger Drache, ich bin gar weit gereist, nur um euch zu finden. Das hat schon bei dem sprechenden Baum nicht ganz so funktioniert, aber wir versuchen es trotzdem mal. Ah, eure Zunge sind Höflichkeit und gute Sitten wohlgeläufig. Gar lang ist es her, dass ich geistreich mit einem Wesen plaudern konnte, das über Bildung und Manieren verfügt. Was wünscht ihr von mir, Göttlicher? Ja, also Sandalo sagte ja, wir sollen ihm irgendwie ein bisschen Honig ums Maul schmieren und das versuchen wir jetzt einfach mal. Ich komme eures großen Wissensschatzes wegen, Ehrwürdiger. Seid ihr gewahr, dass nichts umsonst gegeben werden kann? Nie würde ich mich erdreisten, dies zu denken, eure Herrlichkeit. Nennt mir den Preis. Ihr erdreistet euch, mich wie einen niedrigen Falscher zu behandeln, Göttlicher? Vergebt die unbedachten Worte meiner törichten Zunge, o Mächtiger, ich wollte nicht respektlos scheinen. Es sei euch vergeben, Göttlicher. Ich sollte bedenken, dass ihr nichts weiter seid als ein Grünschnabel, dem es an Weisheit mangelt. Ich will euch eure Unwissenheit nachsehen, solange ihr euch gebührlich zu benehmen wisst. Eieiei, jetzt wird's langsam schwierig. Eure Weisheit scheint heller als die Sonne, Exzellenz. Ich bitte euch in aller Demut, mich zu unterweisen. Welch wahres Wort, o Mächtigster! Würdet ihr ein Geschenk von eurem demütigen Besucher annehmen? Ich habe keine Ahnung, was ich ihm schenken könnte. Oh Gott, ich kann mich an diesen Dialog so gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass es nicht ganz einfach war, das Richtige zu sagen. Ich würde trotzdem mal das Erste machen. Ich bitte euch in aller Demut, mich zu unterweisen. Demut? Seid ihr nicht der Göttliche? Gebricht es euch denn an Stolz? Einmal mehr erstrahlt eure Weisheit und enthüllt meine Unwissenheit. Erlaubt mir, euch ein Geschenk anzubieten. Ein Geschenk? Und was könnte dieses Geschenk wohl sein? Nun, das Privileg, mich zu unterweisen. Alles, was ich besitze. All mein Gold. Wie man sich in einen Geist verwandelt, das wollen wir doch von ihm lernen. Ich glaube, dass es drei ist, aber er hat ja von Stolz geredet. Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich sind wir sowieso tot. Alles, was ich besitze. Nein, das möchte ich ihm eigentlich nicht schenken. Aber Drachen stehen doch auf Gold. Vielleicht können wir ihn mit Gold bestechen, aber das findet er bestimmt wieder nicht so toll. Ich bin einfach mal mutig. Ich mach mal das Erste. Mit solchem Ton werdet ihr nicht das Wissen erlangen, dessen halb ihr gekommen seid, Grünschnabel. Ich werde eure wunderbare Gesellschaft nun verlassen und euch ein wenig Ruhe gönnen. Vielleicht können wir uns erneut treffen? Okay. Wir versuchen es einfach nochmal. Was wünscht ihr, Göttlicher? Ja, jetzt müssen wir das wieder alles durchklicken. Was wünscht ihr? Ihr seid zu vermessen. Ich werde nichts davon annehmen. Hinfort. Okay. Ich dachte, er greift uns dann an. Das ist ja okay, wenn wir das immer wieder neu durchklicken können.
Welch wahres Wort, o Mächtigster, würdet ihr ein Geschenk von eurem demütigen Besucher annehmen? Ein Geschenk, und was könnte dieses Geschenk wohl sein? Eure Weisheit strahlt heller als die Sonne, Exzellenz. Ich bitte euch in aller Demut, mich zu unterweisen. Nun, das Privileg, mich zu unterweisen. Alles, was ich besitze, all mein Gold. Machen es mal mit dem Gold. Ich brauche kein Gold. Welche Menge an Gold ihr auch immer besitzt, es ist nur ein kleiner Tropfen verglichen mit meinem Vorrat an diesem Metall. Ah, schade. Vielleicht können wir jetzt hier diese Option wählen. Eure Weisheit scheint heller als die Sonne. Demut? Nee, das ist nur wieder das Gleiche. Alles, was ich besitze? Ha! Was sollte ich mit eurem weltlichen Besitz anfangen? Ihr beleidigt mich. Ich werde euch diese Axt schenken, damit ihr seht, dass ich nichts darauf gebe. Ja, welche Axt? Oh, Object. Was? Ist sie jetzt in meinem Inventar? Ja. Axt der Verstümmelung. Okay, ja, ich sehe schon, du gibst nichts darauf. Gut, dann müssen wir das mit dem Geist wählen, aber das wollen wir doch von ihm. Wie man sich in einen Geist verwandelt. Hervorragend. Dies ist kein Geschenk, Göttlicher. Der Traxnal-Tinks-Spruch ist mir längst bekannt. Ich werde eure wunderbare Gesellschaft nun verlassen. Und das war's jetzt? Dadurch haben wir das gelernt? Ein Geist werden, das Beschwörungsritual aufhalten. Echt jetzt? Fähigkeiten. Ja, Geistergestalt. Oh, nice. Was hat er gesagt? Mir dünkt, dass ihr mich hinter das Licht geführt habt, Göttlicher. Ich wünsche keine weitere Unterhaltung mit euch. Ich will doch nur die Giftflasche einsammeln. Okay, gut. Das ging doch relativ glimpflich. Ich wünsche auch keine weitere Unterhaltung mit dir, ehrlich gesagt. Ja, das ist also der Patriarch, der das trickreiche Reden liebt, bei dem wir nur verlieren können. Was mich tatsächlich ein bisschen an den Smaug erinnert. Vom Hobbit. Also da war es ja, glaube ich, auch im Buch so, dass man den Drachen immer mit sehr viel Respekt behandeln musste, beziehungsweise ihn immer so ein bisschen Honig ums Maul schmieren musste. So, jetzt müssen wir aufpassen, wo wir hintreten. Denn ab jetzt können uns wieder Drachenreiter das Leben schwer machen. Deswegen speichern wir jetzt einfach mal. Und es ist schon wieder verdammt spät. Und es ist wieder dieses typische, eigentlich will ich noch weiterspielen. Und diesmal ist das Begrenzende einfach, dass ich heute noch bei Tageslicht was machen wollte. Und langsam wird's dunkel. Oh, hi. Ja. Ich höre dich ja schon fauchen. Ich gehe ja schon. Au. Nicht stehen bleiben, Lucien. Was habe ich dir über stehen bleiben gesagt? Das müsste das doch jetzt hier mal schaffen. Danke. Hexenpartisane. Möchtest du das einsammeln? Danke.
Ich bin überladen. Oh nein. Na gut, wir haben auch echt ganz schön viel Zeug wieder bei uns. Na gut. So, dann war das der Dialog mit den Patriarchen und vielleicht habe ich ja direkt morgen auch Lust weiterzuspielen. Ich habe bestimmt morgen direkt Lust weiterzuspielen. Ich muss nur das Zeitfenster dafür finden. Weil es ist jetzt halt wirklich so dieser Moment, jetzt macht man halt einfach weiter, weil man jetzt am Ende ist und es halt einfach flüssig vorwärts geht. Naja gut, okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.